Hallo, hallo ihr Lieben. Und willkommen zu einem neuen Video bei Lulu und Leon Family and Fun. Ganz genau. Heute dabei, oder beziehungsweise zuerst dabei, ist die Lulu und ich. Und wir werden aus diesen Sachen Butterkekse, Marshmallows, Mikados, Puderzucker, ein paar Smarties, Jellybeans, habe ich mir auch rausgesucht, werden wir ein kleines Knusperhaus machen. Und wie das geht, aus drei Butterkeksen, das seht ihr jetzt in diesem Video. Also bleibt dran, viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei. Huch, das war der Teller. So ihr Lieben, wir haben jetzt unsere Zutaten für das kleine Mini-Knusperhaus. Mama, soll ich meinen Buddy-Flip? Genau. So, ich habe jetzt zwei Teller hier geholt. Da werden wir die draufstellen. Dann, oh, habe ich jetzt Leon, Assistent Leon, könnte Mama, der ist stehen geblieben. Die Schale und das Wasser reichen. Wir werden jetzt erstmal die Zuckerglasur machen. Dankeschön. So, und zwar, das kennt ihr bestimmt auch schon. Keine Ahnung, kann das ist ja super. Kann ich da reinmachen? Nee, warte, ich muss erstmal aufmachen hier. Das ist ja super leicht. Aus Puderzucker und Wasser kann man ja eine Zuckerglasur machen. So? Ja, jetzt ruhe ich erstmal, warte. Warte. Der Kleber muss ja auch gut werden, ne? Ein Hauch. Ja, machen wir mal noch einen Klecks. So, jetzt probieren wir erstmal. Wir können ja immer noch ein bisschen Puderzucker dazu machen. Aber das sieht schon gut aus. So. Oh, nee, geht schon so auf. Zuckermasse ist fertig. So. Da sind sie, die Butterkekse. Und zwar werde ich das mal gerade vormachen. Ein Butterkeks als Untergrund. Achso, und dann kommt das hinzu. Ganz genau. So. Mama, ich werde kann ich das mal, ja, warte mal, lass mich das einmal gerade vormachen. Und dann machst du das gleich nach, okay? Warte, dann kommen sie. Dass das Ganze auch hält hier. Oh. So. Ha. Hält. So. Fertig. Hey, wie sieht denn das aus? Ja, das sind kleine Knusperhäuser. Und zum Verzieren haben wir ja noch ein bisschen was, ne? Marshmallows oder... Hier, die mischt schon wieder. Mm. Das hier ist für welche, die ganz schnell ein Knusperhaus machen wollen. Und Butterkekse, Zuckerglasur, das ist alles schnell besorgt, schnell gemacht. Und da kann man ja ein ganzes Dorf von machen, wenn man will. Hier, Schornstein hat es auch schon. Und es hält, die Bombe. So. Ach, hallo Leon. Oh, hi. Na? Darf ich na klar, setz dich. So. Such dir Butterkekse so, raus. Meine Damen. Meine ja. Damen und Herren, willkommen. Der Leon ist auch dabei. Ich mache jetzt hier ein paar Kissen rein. Kissen, okay. Ja, lasst mal den noch nicht Profi dran. Ich bin Profi jetzt darin. Hast du gesehen, wie wir es gemacht haben? Ja, ne? Hi. Ist ja auch total einfach. Ja, und auf der anderen Seite auch. Jetzt ranmachen. Jetzt musst du es so festhalten und dann mit einer Hand versuchen, mit dem Teelöffel dann die Glasur oben ran zu machen. So, guck mal, wie schnell, ne? Und man kann 1000 Sachen machen. Man ist total flexibel. Oh, okay. Man kann die ja auch daneben stellen. Dann machst du einen wieder drüber und machst noch eine Spitze als Haus da drauf. Warte, ich mache noch Schnee. Darf ich? Ach, da kann man ja ganz kreativ sein. Darf ich Schnee machen? Du kannst Schnee machen. Du kannst ja auch noch die Sachen verzieren. Dafür haben wir ja Smarties. Wir haben rosa Smarties, wir haben Mikados, Marshmallows und Mama, wir brauchen die Jelly Beans, Leon. Nee, das reicht jetzt erstmal noch. Ne? Guck mal, ich mach das Buch an. Muss ich wieder egal. Nehmen wir jetzt ein paar Jelly Beans. Oh, knusper, knusper Häuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Oha, die sind zusammen. Na, hält die Bohne da? Ja. Ah, oh, das sieht aber schon süß aus. Guck mal. Das Häuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? So, ich habe wieder neue Glasur angerichtet. Ui. Hochkonzentriert. Hochkonzentriert bin ich die Lunge. Aber ist doch eine coole Idee, oder? Ist es nicht auch schön, selber eins zu machen, was so super schnell geht? Richtig cool. Also Mama, es tut mir leid, wenn jetzt hier was auf den Tisch gekommen ist. Ja, du, ich habe ja einen super Lappen, ne? Oh, da läuft der Schnee. Oh.
Ich mache jetzt noch Schnee in den Hintergrund und dann lassen wir das stehen, einfach so. Ja? Ehrlich? Okay, aber kommt da noch ein bisschen Verzierung ran, oder? Ja, kommt doch. Ich brauche sofort diesen Dingens da. Mama, mach sofort auf und trocknet. Wird das ein Schornstein? Nein. Ah. Ach, wie süß mit den kleinen Marshmallows. So, und wir müssen dazu sagen, es ist zwar erst Anfang November, ne? Für manche wahrscheinlich, oh, warum machen die das denn jetzt schon? Aber wir hatten da richtig Lust drauf. Oh, das soll ja auch so Absturzgefahr. Sein. Mama, das soll ja auch so sein. Ach so, okay. Aber will denn keiner die Mikados da irgendwie, guck mal, so als Gerüst, als Zaun oder irgendwie, weiß ich auch nicht, wofür man die nehmen kann, genau. Jetzt weiß ich, wofür man die nehmen. Aha, ich hab sie auf die... Mensch, sag mal, das gibt's doch nicht. Schon wieder alle? Unfassbar. Einen Eimer mit Zuckerglasur machen. Und die letzten Kekse aus der Packung. Und die Leute, guck mal hier. Mikado mache ich. Mal einen Mikado-Zungen. Sehr schön. Ich hab so viel genommen. Das wird ja wohl reichen mit der letzten Menge Zuckerglasur, oder? Weiß man nicht bei uns. Kann ich mal ein viereckiges machen? Du kannst es probieren, klar. Und bei dem hat es geschneit, da wohnt der Bürgermeister. Okay. Sehr schön. Jetzt die Verzierung. Und bei dem schneit. Ja, ja, schneit heftig, ne? Oh, bei denen schneit es extrem. Die bekomme ich hier auf. Was? Mal gucken. Hier. Danke sehr. Bitte. Die sehen nicht schlecht aus, eure Häuschen. Mhm. Das läuft ein bisschen runter, ne? Ja, ist doch egal damit. Hast du mir vorhin gesagt. Ja, aber ich würde nicht zu viel Glasur drauf machen. Siehst du? Schieb doch mal beide Teller hier gerade hier vorne hin, Björn. Dann können wir die bewundern. Und? Welchen hast du vorerst zu futtern? Oder welches? Ja? Mama, du willst bei so viel Mikados noch nicht mal anfangen, also noch nicht mal das Ende finden. Na doch. Ich mache hier 1000 Mikados rein. Da, guckt euch das mal an. Mama, das ist ein Schuppen. Hey, das lagert ist Baumstämme. Das ist bewaffnet. Das ist ein Baumstammhaus. Da wohnt der Förster. Ach, da wohnt der Förster. Ist das der 91-Jährige? Nein. Ah. Aha. Warte. Oh, jetzt kriegen sie auch noch... Fertig! Boah. Also ich finde, eure Häuser, ja, deine Hände sehen auch lecker aus, genau. Eure Häuser sehen aber wirklich alle ganz, ganz toll aus. Aber das würdest du als erstes machen? Das würde ich natürlich als erstes und ich hätte einiges hier zum Nachtisch noch, was mir auch gut gefällt. Also, die müssen jetzt erstmal trocknen, ne, weil die Zuckerglasur ist ja wirklich noch nicht ganz trocken. Und jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal was für die Vorweihnachtszeit. Und ich denke, die werden es gar nicht bis Dezember schaffen, hier die Häuser. Vorher sind die nämlich in euren Bäuchen verschwunden. Oder? Habe ich recht? Nope. Na? Ah, okay. Kein Recht. Doch. Ich glaube auch. Bei dir auf jeden Fall, bei ne? Ja. So, und ich hoffe, euch gefallen die Häuser. Und ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, welches ihr am schönsten findet. Und welches ihr als erstes knabbern wollt. Dann, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt es doch einen Daumen nach oben und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss. Genau, und bevor ich es vergesse, schreibt doch mal in die Kommentare mit, was ihr eure Häuschen so verziert. Also, genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier unten auf dem Button. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auf alle Seiten. Tschüss!